Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Rising 3. Im letzten Part haben wir die verrückte Motorradgang platt gemacht und nun geht's weiter. Halt! Diego? Nick, bleib unten! Diego, ponga su arma, soy Nick! Mach ihn kalt, er macht mich nervös! Klappe! Diego? Ich bin's Nick! Nick? Nick! Amigo! Gott, es tut mir leid! Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe Schreie gehört und kam her. Ich suche die Werkstatt, von der du erzählt hast. Nick, Mann, es sieht echt mies aus. Wir sind am Arsch! Wo ist der Rest der Einheit? Die wurden von den Zombies zerlegt. Wir waren drüben beim neuen Museum. Große Ausstellung. Die Präsidentin war da. Wir haben total versagt. Plötzlich waren überall Zombies. Ich bin einfach weg, Mann. Jetzt bin ich desertiert oder so. Sie lassen keinen raus. Alles unter Quarantäne. Deshalb wollte ich dich finden, Mann. Du bist gut im Reparieren. Kriegst du das Flugzeug hin? Was war das mit dem Flugzeug? Dieser Sammler hat im Museum ein Militärflugzeug gestiftet. Meine Einheit sollte es bereit machen. Ich könnte es fliegen, aber es muss repariert werden und braucht Benzin. Ich habe einen Schlüssel. Hier. Oh Mist. Schön, dich gekannt zu haben. Mist. Nick. Baby. Du brauchst Sombrex. Sofort. Oder du verwandelst dich binnen Stunden. Dein Freund und ich gehen zum Flugzeug. Mann, es ist die Lagerhalle bei den Docks. Die findest du. Sombrex, wo kriege ich das her? Wahrscheinlich in Ingleton. Dort gibt's ein Krematorium. Leichenhallen haben immer Sombrex auf Lager. Wegen der Toten sind die Tore versperrt. Nimm die Kanalisation. Finde es. Geh zum Krematorium. Komm schon. Oh, Kacke, Leute. Mann, ich brauch dringend das Sombrex. Erstmal brauchen wir eine Karre. Die Motorradwalze. Yo. Habe ich eigentlich jetzt noch eine Kettensäge? Ich habe die weggeschmissen, weil ich Platz brauche. Weg damit. So. Alter Schwede, Leute, dieses Gefährt. Gibt's hier eigentlich noch was? Ich will auf jeden Fall... Ich glaube, ich fahre jetzt mal hier weiter. Ja, 5 Tage, 10 Stunden. Ich weiß nicht, ob das Echtzeit ist, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Wir machen mal ein paar Nebenmissionen. Dafür muss ich jetzt in diesem Stadtteil fahren. Wow. Wow. Junger Typ, der sich im Bike the Bull versteckt. Sunset. Ich glaube, der braucht einen Freund. Mann. Alter Schwede, die Motorradwalze, oder? Hört mich jemand? Schon dabei. Mach immer ein bisschen was kaputt, ja? Kann mir jemand helfen? Ich bin auch schon da. Mein Held. Wups. Hab ich gut gemacht, ne? Uhuhu. Oh, Vorsicht. Hey, gute Frau. Ich muss mal... Es ist so bescheuert. Oh, hätte ich dann immer... Oh, was war das? Ein Hutständer? Da kann ich mir was bauen draus. Nee, komm. Whisky. Was ist das denn? Rippchen. Oh, Grillrippchen. Nee, lass mal. Ja, warum ich hier bin? Ich will zu diesem Typ und deswegen habe ich auch die Kettensäge und das Hackeball dabei. Der braucht das nämlich, glaube ich. Ich will diese Rüstung loswerden, die nervt irgendwie. Hey, ich bin schwer bewaffnet, okay? Sehr gefährlich. Ja, bist du. Sehr gefährlich. Hi. Bin Nick. Was machst du denn hier drin? Du wirst noch erfrieren. Glaubst du, das weiß ich nicht? Halt's Maul, ich hatte Schiss. Was sollte ich tun? Hey, ich weiß, das ist schlimm, aber versuch erstmal dich zu beruhigen und dann... Beruhigen? Was faselst du da? Wir werden alle draufgehen. Oh Gott, ich will nicht sterben. Ich mochte Base Jumping, okay?
Glaubst du das? Ich mochte den Rausch. Aber jetzt ist mir das zu viel. Na. Hey, yo. Durchgeknallter Typ beim Waffenladen in Ingleton auf dem Dach. Vielleicht will er springen. Okay, kümmere ich mich drum. Sterben wirst du hier drin auch. Wer Basejumping macht, hat doch wohl genug Mut, sich dem zu stellen, was da draußen ist. Womit? Bloß ein Heft? Ich habe Pläne für so eine Art irre Kombiwaffe gefunden, aber ich kann nicht klar denken, ich pack's nicht. Moment, Pläne? Für eine Art Kombiwaffe? Hör zu, vielleicht kann ich dir helfen, wenn du mir diese Pläne zeigst. Echt? Würdest du? Ich brauche ein Fleischerbeil und eine Motorsäge. Damit könnte ich mich da draußen verteidigen. Ein Zufall, dass ich das alles dabei habe. Keine Chance. Ich bleibe, bis du mir ein Fleischerbein und eine Motorsäge bringst. Hey Kumpel, wie sieht's aus? Sehr schön. Hier, ich habe ein Fleischerbein. Großartig. Aber ich gehe noch nicht. Laut dem Plan brauche ich noch eine Motorsäge. Das ist alles, was du brauchst. Danke. Basteln wir dieses Baby. Okay. Ich schätze, ich schaffe das. Ich hoffe es. Hey, auf dem Friedhof hält irgend so eine irre Tutsi ein Ritual ab. Scheiße. Oha. Sieht gefährlich aus. Scheiße, wie soll ich das Ding benutzen? Das ist Selbstmord. Vielleicht kann ich einfach mit dir kommen. Nimm ich mal alles mit hier. Eine Mini-Motorsäge. Fleisch auf einer Motorsäge. Sag mal, das ist so bekloppt einfach. Was haben wir denn hier noch? Ein Bleirohr. Das könnte ich mal mitnehmen wegen dem Heavy Metal. So. Weg damit. Bleirohr, du kommst mit. Oh Leute, irgendwo war hier eine richtig geile Waffe. Die will ich auf jeden Fall noch haben. So, und hier wird's auch bald blind. Ich habe noch das mit den Karten gemacht. Untersuche den... Also, steht in den Karten, heißt die Quest, glaube ich. Und dann ist Schluss. Dann habe ich alles blind, was kommt. Da freue ich mich. Aha. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall mal ein Kantholz hier. Ein Kantholz, wo ist es denn? Guck mal, wie viele Rezepte es hier gibt. Das ist der Wahnsinn. Aber ich glaube, das, was ich wollte, war da oben. Hole ich mir mal schnell. Moin, na? Alles klar bei euch, lieben Zombies. Ja, ich könnte mir ja mal übrigens ein Upgrade kaufen. Oder was heißt kaufen? Yes, mehr Inventar, Nahkampf. Und der Rest ist nebensächlich. Lebensenergie holen wir uns alles später. Was ist da explodiert? Alter Schwede. Oh. Ach du Scheiße. Es ist so krank, dieses Spiel, oder? Komm schon! Komm schon! Yep. Nee, das war's nicht, aber das ist auch lustig, das Rezept. Freiheitsbär. So, Robotbär und LMG. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber Dynamit ist vielleicht auch ganz gut. Fang mal. Verdammt! Ah, wir müssen weg! So. Leute, der ist super. Das ist wie so ein... Ja, wie soll ich sagen? Ihr werdet es gleich sehen. Nam. Es gibt einfach zu viel hier. Es gibt so viel Kram, Leute. War das da oder war das da? Ich werde nochmal gucken. Wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt, ne? Muss ja nicht schon wieder eine Mission machen. Ich kann ja mal ein bisschen metzeln einfach nur. So, wo ist denn hier ein großer Haufen Zombies? Bei so einem kleinen hier lohnt sich... Oder doch, warte mal. Das lohnt sich eigentlich schon. Freiheitsbär. Was? Ja, das ist halt... Oh. Der macht jetzt die ganze Zeit hier so einen auf stationäres Geschütz. Finde ich super geil. Super, super geil. So, Kinder. Muss mal kurz hier. Wo sind denn die ganzen Zombies jetzt? Da war doch normalerweise alles übervölkert hier. Oh, guck mal, ein kleiner Helikopter. Seht ihr? Da kann ich doch bestimmt auch was draus basteln. Ich glaube, in Teil 2 konnte man da so einen Helikopter mit Macheten kombinieren und der ist dann da rumgeflogen und hat einfach alles zerschnetzelt in Kopfhöhe. Auch sehr lustig. Nein, das wollte ich nicht. Da wollte ich so. Okay. Ich glaube,
lasse das mal kurz weg, weil ich glaube, auf dem Dach hier, da finde ich noch die zweite Version. Es gibt noch ein Upgrade für diesen Teddy. Sehr, sehr gut. Ja, das sind alles nur Erfahrungsberichte. Ich werde natürlich bald dann selber wieder gucken müssen, was es noch gibt. Da ich ja nichts mehr kenne dann. Nee, da war es nicht. So, genau, Kumpel, hau die mal zu Klump. Kannst du ja auch mal was tun. Sam! Boah, diese Mini-Kettensägen gefallen mir. Die sind super. So, seht mal, da ist es nämlich. Das Upgrade. Knuddeliger Bär. Oh, Freiheitsbär und tragbare Stereoanlage. Dann bauen wir den mal. Ich glaube, der erregt dann mehr Aufmerksamkeit oder so. Alter. Can we be friends? Ja klar, können wir Freunde sein. Warte mal, das LMG nehme ich auch mal mit. Yay. Die hat noch mit mir geredet. So, dann habe ich noch eins. Das will ich mir auch noch holen. Wo war das denn? Das fand ich auch wieder super lustig, weil es wieder so eine Referenz ist. Ich sag jetzt nicht auf was, aber ihr könnt es euch ja denken, wenn es von Capcom kommt. So, die Zombies alleine sind ja eigentlich schon mal ein Grund zu sagen, das ist so ein bisschen auf Resident Evil gemünzt. Aber auch eigentlich wieder nicht. Oh, guck mal, was ist das hier? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Hat er irgendwie was von Saints Row? Hau mal ab hier. Muss mal durch. Kinder. Alter Schwede. Oh, das ist vielleicht... Oh, das ist gut. Der hält mir jetzt erstmal den Rücken frei. Oh, guck mal. Oh je. Wie immer gleich so ganz angekratzt ist. Oh je. Na? Macht er gut, ne? Der Teddybär ist super. Weg mit dir. Ich will schnell sterben. So, da liegt's. Ja, das ist es. Das ist es. Oh, Leute, tosender Donner. Ihr, vielleicht seht ihr es schon, was es sein könnte, wenn ihr den Kopf seht. Nein, das will ich nicht. Die Batterie will ich. Schauen wir erstmal, was haben wir denn da? Tosender Donner. Eine blanke Maske und eine Batterie. Ja, es ist ja eigentlich schon damit gesagt, was es ist, ne? Oh, das ist so gut hier. Pass mal auf. Yeah, ich bin Blanke. Mit einer Autobatterie an der Lippe. Perfekt. So, hier. Erstmal durch. Erstmal elektrifizieren und jetzt. Macht er so, ne? Okay, das ist sehr lustig. Warte. Ich find's einfach nur wahnsinnig. Wahnsinnig gut. Hier ist noch ein Bauplan. Den hole ich mir auch noch schnell, bevor ich mich auf den Rückweg mache. Oh, guck mal. Ja, das ist für Motorräder. Aber das ist leider nicht so geil. Mini-Motorrad. Ich find's nicht so geil. Leider. Da. Guck mal, so zwei Kisten jetzt sowas hier. Bam. Ach, der stellt sich hinten drauf. Ja, da können wir einmal so einen kleinen Schub geben. Juhu. Aber da ist mir doch hier die Walze lieber, Leute. Kommt der da drauf? Hey, ich hab noch Platz. Komm mit. Nee, nee, nee. So, warte mal. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich könnte mir auch hier oben jetzt noch ein paar Rezepte holen. Ich meine, ich hab ja Zeit, ne? Smash. Das ist einfach so doof, Leute. Das ist so doof, dass ich es feiere. Oh, da war was. Das waren, glaube ich, Rocker. Ja, die kommen hier auch wieder, die Penners. Zeig dir gleich, wo meine Mama ist. Hallo. Da, Mama. Zip. Ja. Seht ihr mal. Ja, ja, gegen Blanka habt ihr eh keine Chance.
Ist da nicht ein Bauplan? Da ist doch ein Bauplan hier. Wie komme ich da rüber? Puppel. Du kannst mich gerne mit irgendwas hier bewerfen, aber wenn du mir so einen Namen gibst... So nenne ich dich ja auch nicht, oder? Schweinebärmann. Nee, da kommt man nicht rüber. Da kommt man nicht rein. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Ach, da ist wieder ein Lautsprecher, ne? Ohne Bazooka? Alter. Zwei von 30. Kriege ich die alle, meint ihr? Bams. Noch ein paar. So ein Haufen vielleicht wieder. Da unten. Das könnte ein paar mehr erwischen jetzt. Ach, geh nur aus der Sonne. Wow, wow. Hallo. Sorry. Okay, was haben wir hier? Da ist auch noch eins. Das hole ich mir. Was flammt denn hier die ganze Zeit? Schmeißen die noch Mollys auf mich, oder was? Ich glaube, ihr habt's ja nicht mehr, alle Freunde. Oh, vielleicht die Muscle Cars miteinander kombinieren? Geht das? Oha. Ich habe kein Rezept. Dammit. Ach so, kann ich die Waffen schnell durchwechseln? Ja, wer es braucht. Wer es braucht. Nee, das muss hier sein. Das Rezept muss hier irgendwo sein. Oh. Wanna play a game? Haben wir da einen neuen Bären oder was? Aufdringlicher Bär. Leute, ich will das voll super mit den Teddys hier. Freiheitsbär und Rollstuhl. Wie gut, dass ich da einen habe. Das ist der normale. Wo ist denn hier ein Rollstuhl? Rollstuhl? Ich sehe keinen Rollstuhl. Wo ist denn hier... Ist das da eine Ballmaschine? Da oben stand einer. Ein Rollstuhl. Da. Perfekt. Diese ganzen Kombinationen, ich weiß gar nicht, ob das so vielfältig sein wird. Oder ob das im Endeffekt dann nur... Nee, es geht so gar nicht. So geht's jetzt. Ob das vielleicht im Endeffekt dann immer nur so Abwandlungen sind von den ganzen Waffen. Muss man mal sehen. Aufdringlicher. Oh, warte mal. Ich weiß, wo ich jetzt hingehe. Was? Nein. Den muss ich mitnehmen. Guck mal, aus einem Bär im Rollstuhl wird dann sowas hier, dass der da rumsteht. Auf einem Rädchen. Auf so einem Dreirad. Ach man, ich wollte den jetzt... No. Ich wollte den mitnehmen, aber das geht ja gar nicht. Komm, stell ich den mal hier ab. Der macht dann wahrscheinlich ein bisschen Chaos für mich. Ja, ja. Geht los, Bärchen. Der fällt jetzt da runter und schießt alles ab. Fantastisch. Ich hab gleich ein Level ab. Na, ich will's ja nur ausprobieren. Komm schon. Steig auf. Quatsch. Hier unten geht's nämlich ganz schön zur Sache auf der Brücke. Da sind wieder die Rocker. Da sind noch mehr. Die Schweinebärchen. Guck mal. Was, wie? Ihr sterbt dadurch nicht direkt. Wollte gerade sagen. Hallo? Seid ihr mal ein bisschen netter vielleicht? Wo sind denn die? Stirb! Hat nicht so bescheuert. Mehr sterben. Weniger lachen. Also ich finde eigentlich, es hätte nicht indiziert werden müssen, weil man verzichtet ja auf die krasse Gewaltdarstellung an Menschen. Zombies, ist wieder was anderes. Da kann man das ja machen. Zombies sind ja tot, ne? So, Kumpels. Kann man schon hier durchpflügen? Oh, guck mal, schön hier. Matsch, matsch, matsch. Alter Schwede. Guck dich. Der Kerl lebt. Hier drüben. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir lassen es auch mal gut sein mit diesem Part. Ich metzel noch ein paar Zombies nieder. Wäre cool, wenn ihr mir wie immer, so ein bisschen Liebe da lasst. Gebt mir Likes auf das Video, sollte es euch gefallen. Und schaut auf jeden Fall weiter, wenn es denn weitergeht. Mit Dead Rising. Und ich muss hier weg.
Dead Rising 3, natürlich.